Und weiter geht's. Hier bin ich wieder. Toll, dass ihr dran geblieben seid und auch euch auch für den zweiten Teil des Interviewgespräches vor einigen Wochen mit Albert Darboven und Manuela Rasthofer interessiert. Es kommen jetzt noch ganz, ganz tolle Geschichten, auch so ein paar Impressionen, wie solche Veranstaltungen bei uns eben ablaufen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bitteschön, schaut es euch gerne an. Ich will nicht sagen, beeindruckt Sie das, aber wie erleben Sie die Veränderung der Welt, will ich mal einfach so sagen. Ist es heute aus Ihrer Sicht, Sie leiten immer noch aktiv Ihr großes Unternehmen, sind tagtäglich in der Firma. Wie erleben Sie diesen Wandel, diesen digitalen Wandel auch? War es früher einfacher für Sie? Finden Sie sich gut zurecht? Ja, ich finde mich schon gut zurecht. Das war nicht einfacher und nicht schwieriger. Das ist eben der Wandel der Zeit. Und in dieser Zeit habe ich mich auch in den neuen Maßnahmen habe ich mich ja vollkommen angepasst. Also ich bin voll in der Digitalwelt mit drin. Bin jetzt dabei, ein papierloses Büro zu schaffen. Papierkörbe wird es nicht mehr geben, nur noch Abfalleimer für Bananenschalen. Und das ist es dann. Also wir haben unseren Bildschirm und sind sehr schnell vernetzt von hier bis auf andere Seite der Welt. Also insofern haben wir auch einen direkten Kontakt immer wieder mit den ganzen Kaffeeplantagen und ich muss nicht dauernd zwei oder dreimal im Jahr in die Kaffeeländer reisen. Ist die digitale Entwicklung für Sie sogar eine Arbeitserleichterung? Ist es einfacher? Ja, natürlich, viel einfacher. Okay, Frau Wasserbahn, nach Ihrer Einschätzung, haben wir gesagt, haben auch ein bisschen Zeit, ein bisschen zu philosophieren sogar. Die Welt der Zukunft, Sie digitalisieren Bordsteinkanten, nicht nur das, ich weiß es, aber für autonomes Fahren, ist die am Boden bleibende, oh, schöner Ausdruck, ist die am Boden bleibende Bewegung, dynamische Bewegung, die Bewegung der Zukunft oder ist die Bewegung in den Raum hineingehend, die am Boden bleiben und die in die Lüfte schweben? Wo geht es denn hin, Ihrer Einschätzung nach? Also wir haben wirklich mit fast allen Autoherstellern der Welt schon gesprochen oder sind, also egal ob es von Korea, Hyundai oder Toyota, Japan oder natürlich allen europäischen Herstellern, man ist sich fast überall einig, dass es zwei Varianten geben wird. Die eine Variante ist die Variante des Fahrens auf der Straße im Sinne von Autobahnen, Landstraßen. Da wird autonomes Fahren relativ schnell kommen können, auf spezifischen Strecken, die vorher geplant werden. Da wird autonomes Fahren auch kommen. Ob das jetzt 2020 oder 2022 wird, da ist sich noch keiner so sicher und wie die Schritte genau laufen werden. So dicht vor der Tür. Ja, ja. Also jetzt speziell hier für Hamburg ist mit 2020 schon sind die ersten Strecken schon fertig geplant. Also wir sind deswegen gerade wirklich unter Druck, wo man hier und wie schnell man hier vorwärts schreiten kann, im Sinne von, dass man halt wirklich mal testen kann, wie kann dann autonomes Fahren ausschauen. Also nicht, dass das schon alles fertig sein wird, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Sonst heißt nur, die Frau Rastow hat gesagt, in Hamburg können wir autonom fahren. Nein. Aber das, also man wird hier ganz, man arbeitet hier voran. Wir schneiden alles mit. Also ja, genau. Ich sehe, und hier ist auch Presse. Nein. Also das wird kommen, definitiv. Aber was wir alle schon auch sehen, und das können Sie sich auch ganz leicht vorstellen, technologisch ist es eigentlich fast nicht machbar, in den Großstädten innerstädtisch autonom zu fahren. Und Sie können sich das deswegen so leicht vorstellen, weil wenn Sie entlang von so einer normalen Straße fahren und da ist eine Mutter, die mit ihrem Kinderwagen geht und da noch zwei Hunde vielleicht an der Leine hat und der Hund läuft so ein bisschen an der Kante von der Bordsteinkante entlang, das autonome System muss in dem Moment bremsen. Das muss die Geschwindigkeit drosseln, weil es nicht unterscheiden kann, wie Sie als Mensch, wird jetzt der Hund oder das Kind oder die Frau auf den Gehweg, also vom Gehweg auf die Straße gehen oder nicht. Und das bedeutet, dass Sie, und diese Situation haben Sie ohne Ende, jeden Meter an der Straße entlang ist irgendein anderes Vorkommnis. Damit würde der Verkehr in der Stadt so stark gedrosselt werden, dass Sie eigentlich kaum schnell vorwärts kommen können. Das heißt, entweder Sie schaffen eine bauliche Trennung, also wirklich eine infrastrukturelle Trennung, dass Sie, wie man es heute von Straßenbahnen ja auch kennt, dann so Mauern oder so Zäune haben zwischen dem wirklichen Restverkehr und dem autonomen Verkehr.
Weil auch das Problem zwischen, ich fahre normal Auto und da fährt ein autonomes System, eine ganz große Herausforderung ist, weil das autonome Fahrzeug sich natürlich ganz anders verhält wie ein vom Menschen gefahrenes Fahrzeug. Und diese Kombination ist tödlich für die Technik. Und wenn Sie, also entweder infrastrukturelle Trennung oder Sie gehen einfach eine Ebene höher in die Luft. Und das ist was, ich meine, wir fliegen auch schon seit, weiß ich wie viele Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten auf jeden Fall. Und so eine Drohne, eine kleinere Drohne, die aber einen Menschen befördern kann, ist kein Hexenwerk. Das ist ziemlich einfach. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie dann auch nicht unbedingt sehr hoch, aber halt einfach oben drüber wie so eine Art Gondel in den Verkehr aufmachen, auch Verkehrszonen einrichten können, wo Sie einfach von, ich sag mal, Hausdach zu Hausdach in einer Stadt wie Shanghai oder in einer Stadt wie Mexico City, wo Sie wirklich keine Chance haben, das irgendwie räumlich zu trennen, unterwegs sein können, dann ist das aus meiner Sicht auch wirklich die Zukunft. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, die fliegende Badewanne. Hat das schon jemand gesehen? Da hat außer mit Baumarktutensilien hat jemand eine Badewanne, vier Propeller daran geschoben, können wir da nochmal gucken, und hebt sich in die Lüfte und fliegt zu Aldi und kauft sich was zu essen. Und unglaublich, was es da für Sachen gibt. In Ihrem Beruf, in Ihrer Firma sind Sie stark visionär eingebunden, weil Sie müssen ja schon wirklich hineinschauen, wie sieht die Welt der Zukunft aus. Losgelöst von der Mobilität, nach Ihrer Einschätzung, wie leben wir denn in 10 Jahren? Ist Big Brother komplett akzeptiert um uns herum? Gibt es das Individuelle noch oder ist alles, sind wir permanent verfügbar, erreichbar und unter Kontrolle? Das ist jetzt meine rein persönliche Meinung. Also ich kann unter keinen, also ich bin ja keine Wahrsagerin, aber ich glaube, es gibt immer eine Bewegung und eine Gegenbewegung. Meine Erfahrung ist, genauso wie wir immer technologischer geworden sind, ist auch der Teil immer biologischer. Mittlerweile ist ja ein Bioprodukte Standard in jedem Supermarkt, jeder von uns ernährt sich bewusster noch als vor 10 Jahren. Ich glaube, auch hier wird es so sein. Ich glaube, auf der einen Seite werden wir digital unglaublich voranschreiten. Die Möglichkeiten, die wir digital haben, autonome Systeme haben, Informationen, wie wir sie generieren können, das wird immer stärker zunehmen und wird uns auch unser Leben erleichtern. Wir werden aber auch Schutzmechanismen einführen, wie wir uns schützen können, wie wir in dieses Individualthema stärker wieder vorantreiben können. Weil keiner von uns hat Lust, der gläserne Mensch zu sein. Ich hab gerade ein neues Auto gekauft und dann mit der Versicherung telefoniert und mein Versicherungsmakler hat mich gefragt, ob ich denn nicht am Telematikprogramm teilnehmen möchte. Da würde meine Versicherung 30% günstiger werden. Und dann habe ich nachgefragt, ja, was heißt denn jetzt Telematikprogramm? Dann meinte er so, ach, das ist gar kein Problem, wir tracken einfach nur alles mit, was Sie mit Ihrem Auto machen. Das Auto schickt alle Informationen, also wie stark ich bremse und wie stark ich beschleunige und wie schnell ich an welchen Stellen fahre. Und dann können Sie quasi entscheiden, wie ein guter Verkehrsteilnehmer ich bin. Und dann habe ich gesagt, danke, selbst wenn Sie mir die Versicherung schenken würden, ich nehme sicher nicht an dem Telematikprogramm teil. Also was ich sagen will, ist, ich glaube, wir können und sollten uns in Zukunft auch immer freier entscheiden können, was an Daten geben wir raus. Das gilt übrigens auch für diese ganze Smartphone-Thematik, die ich vorhin angesprochen habe. Und was sind Daten, bei denen es kein Problem ist, wenn ich die jetzt teile, weil sie einfach mal der allgemeinen Information tatsächlich dienen, also zum Beispiel die Straße digital zu haben oder zu wissen, welche Gebäude ich wo habe, sind jetzt aus meiner Sicht Informationen, die generell einfach hilfreich sind, die ich freigeben kann. Und da wird es so eine Unterscheidung geben, glaube ich, zwischen wirklich Persönlichkeitsinformationen und zugänglichen Informationen. Und da würde ich mir wünschen, ich war auch schon politisch auch schon eingeladen auf verschiedenen Abenden, dass man sich zügig Gedanken dazu macht, wer darf denn was? Und hatte ich vorhin angesprochen, zum Beispiel Amazon, wenn Sie jetzt, gibt es ja die neuen Zustelldienste auch per Drohne, da geben Sie automatisch frei, dass wenn die Drohne Ihnen in Ihren Garten Ihr Paket bringt, dass Sie alle Daten, die diese Drohne aufzeichnet, Amazon dann verwerten darf. Also sprich, brauchen Sie neue Gartenmöbel oder so. Und das sind einfach Sachen, da müssen wir die Möglichkeit haben, widersprechen zu können, ohne dass wir trotzdem, aber ich möchte ja trotzdem Amazon-Kunde bleiben können. Und das sind so ein bisschen diese Sachen, wo wir heute gezwungen werden, an ganz vielen Stellen Ja zu sagen, aber nicht die freie Wahl haben, was dann tatsächlich rumkommt. Und das, glaube ich, da würde ich mir auch wünschen, dass von der Politik her da wir unterstützt werden und bessere Möglichkeiten haben.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Herr Dabogen, viele unserer Gäste heute sind auch extra wegen Ihnen hierher gekommen, weil sie vielleicht das ein oder andere mal von Ihnen erfahren wollten. Eine Frage, die mich interessieren würde, wie war Ihr Tag heute? Wann hat er angefangen? Wie ist der Tag gelaufen? Ein ganz normaler Mittwoch. Könnten Sie uns das vielleicht mal kurz erzählen, bitte? Also ich muss sagen, der Tag ist fast ganz normal gelaufen, bis auf ein sehr schönes Ereignis. Erstmal normal, heute Morgen bin ich um 6:45, wie jeden Morgen, habe ich das Haus verlassen. Bin dann 5 Minuten im Gestüt und sehe dann zu, dass ich möglichst noch vor 7 auf die Elbchaussee komme. Was ist ein Gestüt? Was versteht man da? Eine Pferdezucht? Ja, oder? Reine Pferdezucht. Also ich züchte Vollblüter, Rennpferde. Und das ist eine hochinteressante Geschichte, Rennpferde zu züchten. Das ist was ganz Besonderes und jetzt kann ich es auch schon mal vorwegnehmen. Heute Nachmittag lief unser Power Euro in Frankreich und hat dann auch gewonnen. Also eines Ihrer Pferde auf einer, das sind Galopper? Reine Galopper und die Vollblüter ist ja eine geschlossene Zucht. Man hat vor 400 Jahren mit 3 arabischen Hengsten, die Engländer aus Arabien mitgebracht haben nach England und haben dann die gepaart mit ihren Stuten in England und haben dann ein Gestützbuch geschaffen. Und seit 400 Jahren ist das geschlossen, da kommt nichts mehr rein. Deshalb ist der Vollblüter mit 3-jährig schon volljährig. Und wir müssen ja hier als Rennverein immer die Zuchtleistungsprüfung vor den Augen der Öffentlichkeit für den Wirtschaftssenator hier ablegen, damit ein Rating für die Stute und für den Hengst geschaffen werden kann. Naja, noch zurückzukommen dann auf Ihre Frage dann, also wie ist der Tag gelaufen? Einmal ist das sehr schön gelaufen, dass ich im Fernsehen das sehen konnte, wie Power Euro noch gewonnen hat. Heute Morgen dann rechtzeitig in der Firma gewesen, habe dann meine Post erledigt. Ihre Firma in Rotenburgsort? Nein, wir sitzen ja in Billbrook. In Billbrook, ja. In Billbrook. Und dann wird um 9:30 Kaffee probiert, und zwar die Produktion von gestern, damit wir dann noch beurteilen können wir das jetzt über die Rampe schicken oder nicht. Und das mache ich dann mit meinen Kollegen in der Firma. Ich probiere ja nicht alleine. Kann ja mal sein, dass ich nicht gut drauf bin. Dann probiere ich nur warmes Wasser. Dann kann ich dann gleich. Aber insofern sind wir dann immer zu dritt oder zu viert. Das sind auch gut ausgebildete junge Leute, die bei uns gelernt haben. Und sind auch pure, richtig hundertprozentige Kaffeeleute. Naja, und dann gab es noch die ein oder andere Besprechung. Darf ich ganz kurz damit dazwischen halten? Ich denke mal, die meisten hier kennen es nur aus dem Fernsehen. Eine Kaffeeverprobung. Das heißt, es ist eine Verkostung. Was muss ein guter, oder Sie sind ein sehr guter Kaffeeverkoster, was muss da jemand mitbringen, um in diese Qualität eben zu haben? Ja, erstmal müssen Sie ja lernen, wie der Kaffee nur schmecken soll. Also die Provenienzen, die wir haben, von Mexiko bis Brasilien runter oder West- oder Ostafrika, Neuguinea, die haben ja alle ihren eigenen Geschmack. Das ist wie beim Wein. Und jede Kaffeefirma hat dann eben durch diese Rezept, was sie haben, durch die Mischung von den verschiedenen Provenienzen ihrer eigenen Vorstellung. Und das lernen sie, das können sie nicht irgendwo in der Universität lernen, das müssen sie praktisch in einer Firma lernen, wo sie jeden Tag Kaffee probieren. Ist kein Geheimnis, könnte ich Ihnen in 3 Monaten beibringen, wenn Sie dazu Lust haben. Da komme ich drauf zurück. Muss nur gucken, wie mein Termin, bin auf jeden Fall interessiert. Wissen Sie im Vorwege, aus welchem Land der Kaffee kommt, oder ist es geheim? Nein, ich weiß das ja, weil ich lasse mir ja auch Ausfallmuster aus der Partie schicken von den Anbauländern, bevor ich den Vertrag schließe. Und dann probiere ich das und dann kommt das Akzept in das Anbauland. Und dann, wenn der Kaffee nachher hier in Hamburg eintrifft, bekomme ich sofort eine Probe. Dann probieren wir das nochmal gegen das Verkaufsmuster. Und wenn das d'accord ist, dann ist alles in Ordnung soweit. Unser Problem ist ja, dass wir unsere ganzen Kaffeekontrakte in Dollar abschließen.
Wir sind ja nicht nur vom Kaffeemarkt abhängig, wie der notiert wird, sondern auch vom Dollar. Und jetzt dürfte das mal ganz interessant für Sie sein. Eine Bewegung am Euromarkt von einem Cent hat eine Auswirkung auf 2,5 Cent per Kilo Röstkaffee. Also da können Sie sehen, das kann einmal fröhlich sein, das kann aber auch sehr traurig sein. Ich habe vorhin Frau Lund war so nett, mir etwas zu erzählen. Die haben auch eine besondere Methode entwickelt. Was ist das Besondere an Ihrem Kaffee? Ja, also, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich das darf. Hatte ich erhofft, denn wir haben noch ein bisschen Zeit. Bitte. Ja. Also Goethe war ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Und Goethe hat dann zu seinem Freund, dem Herrn Runge, der Chemiker war, gesagt, sag mal, kannst du mir mal rausfinden, wo die Seele des Kaffees steckt? Der Chemiker hat geforscht und hat das Koffein gefunden. Und das Koffein sind abgelagerte Kristalle. Das hat der Schöpfer so geschaffen, dass es für die Menschen stimulierend wird und nicht schädlich. In der Dosis, die macht es. Und Dr. Roselius hat so etwa 1895 oder 96 ein Patent entwickelt, wie man der Kaffeebohne das Koffein entziehen kann, und zwar mit Benzol. Und dieses Koffein war ja nur ein köstlicher Rohstoff für die gesamte Pharmazie. Und da machte dann Kaffeehag eine Riesenwerbung mit diesen ausgedroschenen Kaffeebohnen ohne Koffein. Und dann war unsere Familie, dann kam der Erste Weltkrieg, dann hatten wir andere Sorgen gehabt. Nach dem Ersten Weltkrieg haben dann mein Großvater und mein Vater haben dann geforscht, sagten, es kann es hier nicht das Koffein sein, sondern es gibt auch noch was anderes. Und es wurde dann mit dem Hygienischen Staatsinstitut hier in Hamburg mit dem Professor Lendrich ein Dampfverfahren entwickelt, wo wir den Kaffee unter Dampfdruck setzen und ihm gewisse Dinge abbauen, wie Kaffeewachs und wie eine Chlorogensäure. Der hat zwei Chlorogensäuren, der Kaffee, genau wie wir Menschen ja auch unser Cholesterin haben, ein gutes und ein böses. So was gibt es in der Kaffeebohne auch. Wir haben also das böse Chlorogensäure mit abgebaut und so haben wir eben dafür auch ein Patent bekommen. Und das war dann der Idee-Kaffee, der dann 1926 auf den Markt kam. Und dann begannen die Prozesse mit Kaffee Haag. Und wir haben dann drei Anwaltsgenerationen beschäftigt. Mal verloren, mal gewonnen. Und wie die Amerikaner nachher dann eben Kaffee Haag übernommen haben, bin ich rüber nach Bremen gefahren und habe gesagt, there will be no winner, no loser, forget about it. Die Amerikaner, sehr praktisch, machen wir. Also die ganze Sache war dann Gott sei Dank vom Tisch. Und es gibt ja noch die Marke Onko, die war auch mal entwickelt worden von Kaffee Haag ohne Koffein. Und das ist genauso ein Gattungsbegriff in Amerika, Onko wie Haag hier bei uns in Deutschland. Naja, und wir sind ganz fröhlich mit unserem Idee-Kaffee jetzt und machen genauso nach dem Patent weiter. Ich habe weiter geforscht, habe auch dann 1995 noch ein Patent bekommen. Für diese Forschung habe noch ein Pünktchen oben drauf gesetzt. Sie selbst? Ich selbst, ja. Ich habe also dann das große Glück gehabt, dass ich über die Ethikkommission mit dem Professor Lücker aus dem Saarland Versuche machen durfte mit meinem neuen geschaffenen Produkt an Menschen. Es gibt ja Menschen, die stellen ihren Körper zur Verfügung, besonders in der Pharmazie. Und es ist ja nicht so, sonst ist es ja subjektiv. Ich gebe Ihnen hier eine Tasse Kaffee und frage Sie, Wie ist der Ihnen bekommen, wie schmeckt der, das sind sehr höflich, das ist ja nicht, nicht repräsentativ genug, sondern das ist ja subjektiv dann. Also insofern bin ich dann ganz glücklich, das Patent wurde dann erteilt und da freuen wir uns heute drüber und arbeiten fleißig dran. Neben Idee-Kaffee haben wir natürlich auch noch ein paar andere Marken, wie Mövenpick und Eilis und natürlich auch Fairtrade. Das liegt mir sehr am Herzen. Fairtrade, das ist eben die Unterstützung in den Entwicklungsländern, weil die Industrieländer haben die Aufgabe, den Entwicklungsländern zu helfen. Und wie ich 1956 nach Mittelamerika kam, da war ja noch die Feudalherrschaft. Ich habe ja damals alles noch Fidel Castro und Che Guevara, habe ich ja alles da noch miterlebt.
Und insofern wurden die kleinen Bauern dann meistens auch noch über den Tisch geholt. Oder sie wurden von der Coca-Mafia belästigt, indem sie sagen, reiß deine Sträucher raus, pflanz Coca an, kannst du viel schneller Geld machen. Und da hat sich eine Organisation aufgetan, die nennt sich Fair Trade. Und der habe ich mich sofort angeschlossen, 1991. Und damit unterstützen wir die kleinen Bauern und die pflanzen sehr guten Kaffee an. Und die geben sich richtig Mühe. Und in Honduras haben wir jetzt auch ein neues Objekt laufen, wo wir dann Familien unterstützen. Und da lege ich ganz besonderen Wert drauf, dass auch die Frauen an die Front kommen. Nicht nur, dass da die Männer irgendwo die Plantagen führen, sondern auch Frauen. Und da sieht man, das hat Erfolg. Die Frauen wollen dann auch und das funktioniert. Die haben Chichen. Applaus dafür. Wir haben gerade Fidel Castro, Che Guevara und so weiter erwähnt, ihre Zeit in Südamerika. Irgendwo habe ich gelesen, sie hätten mit dem Revolver Flaschen zerschossen. Wollen wir drüber reden? Oder? Also ich, wenn man mit braunen Bohnen zu tun hat, dann kommen ja auch mal die blauen Bohnen. Ne? und das war eben in Mittelamerika um diese Zeit eben, da war das noch wie Wildwest. Wir waren alle bewaffnet. Und das Temperament der Mittel- und Südamerikaner, das ist natürlich ganz schön deftig und heftig und das geht dann manchmal sehr schnell. Und da habe ich auch so manche Schießerei miterlebt und ich war auch mal in der Schießerei mit verwickelt. Dann, naja, da musste ich eben in Costa Rica ins erste Mal Abend, nachts ins Gefängnis und da saß ich in der Zelle mit 7 oder 8 Landstreichern und einer dieser Landstreicher sagte mir, wenn wir morgen da zum Richter kommen, wenn wir dann in den Gefangenenwagen geführt werden, da ist einer, der läuft da immer rum, den nennen wir Frank Sinatra und dem musst du sagen, wer du bist. Naja, ich wurde dann auch rausgeführt, in den Gefangenenwagen gesteckt, vor den Richter dann und ich hatte aber dem sogenannten Frank Sinatra gesagt, wer ich bin. Und ich kam dann vor den Richter. Das war nun, stellen Sie sich mal vor, das war der 15. Dezember. Ich wollte eigentlich zu meiner Braut dann über Weihnachten nach El Salvador fahren. Das war in Costa Rica. Und der Richter hatte die Pistole da auf dem Tisch liegen gehabt und hat mich dann verknackt zu 3 Monaten Gefängnis. Und plötzlich sprang der Richter auf, sagte, Sie, como no, señor presidente, Sie, como no. Da hat der Präsident von Costa Rica, Mario Echandi hieß der, gesagt, also den Deutschen lassen wir wieder frei. Oh, eine tolle Story. Vielen Dank, also ganz, ganz herzlichen Applaus. Wir haben noch einige wenige Minuten, die ich noch mal freigeben wollte für Fragen. Thomas, haben wir noch einfach aufstehen, das reicht, glaube ich, genau. Hallo. Mein Name ist Thomas Mielke, Berater, Hundefreund, Pferdeliebhaber. Und zum Thema Innovation, Förderpreis, würde ich mal fragen, warum doch, wo die Hamburger, Bremer so führend im Thema Kaffee waren. Wieso kommt so eine Innovation wie Kaffeepads plötzlich aus der Schweiz? Haben die Norddeutschen da was verschlafen? Oder wie kommt das, dass so diese nächste Stufe der Innovation plötzlich von den Nestlern in den Schweizern kommt? Ich kann kaum eigentlich das nicht so nachempfinden, dass wir hier in Hamburg das verschlafen haben, wenn ich dran denke. Anfang der 70er Jahre haben wir die ersten Kapseln mit rausgebracht, allerdings mit den Italienern. Und das lief recht erfolgreich, aber das Kapselgeschäft haben wir nachher eingestellt. Und dann bin ich zu den Pets übergegangen und wir ließen uns dann auch eine Petsmaschine in Italien bauen und das mit großem Erfolg. Und ich kann Ihnen sagen, ich glaube heute noch an Pets. Ich glaube nicht, dass die Bäume für Kapseln in den Himmel wachsen werden. Zu viel Umwelt, Müll und vor allen Dingen Aluminium, da bin ich sehr vorsichtig, wenn Sie eine Aluminiumkapsel mit 92 Grad in Ihre Tasse schießen. Na, und Sie wissen ja, was Aluminium auf Dauer bringen kann. Also insofern kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, dass wir irgendwo in Hamburg da innovationslos sind. Gut, super.
Wer hat eine Frage? Wer möchte das? Bitte schön. Ich habe eine Frage an Frau Rasthofer. Ich bin Ann-Kathrin Martinsen. Oh, da kommt ein Mikro. Vielen Dank. Mein Name ist Ann-Kathrin Martinsen von Pollimmobilien. Haben Sie was für die Immobilienwirtschaft denn in Ihrem Portfolio? Ja, also da sind wir gerade sogar ganz aktiv dran. Zum Ersten natürlich die Gebäudeerkennung als solche. Wo sind Gebäude? Dann natürlich das Thema, wie weit sind die Gebäude voneinander entfernt? Wie nah stehen zum Beispiel Bäume an Gebäuden dran? Also sprich, beim nächsten Sturm könnte das beschädigt werden. Wie groß ist der Baum dran? Wie viel Grünfläche ist rundherum? Wir haben, da könnte ich gerne Ihre Hilfe gebrauchen. Also wir können technologisch im Prinzip eigentlich alles anbieten. Die Frage ist nur, was wird gebraucht? Also welche Informationen brauchen Sie, die Ihnen weiterhelfen? Und da versuchen wir gerade tatsächlich aktiv mit, ich bin ja nicht vom Fach, deswegen rauszufinden eigentlich mit den Kunden, was wird gebraucht und was müssen wir quasi anbieten, damit es dann für Sie hilfreich ist. Also ich würde mich sehr über einen Austausch freuen, weil es macht natürlich nicht viel Sinn, wenn ich jetzt mit der Technologie komme und versuche, irgendwas zu entwickeln, was Sie dann, wo Sie sagen, ja, das ist jetzt schön, aber ehrlich gesagt brauche ich ganz andere Informationen. Deswegen gerne im Austausch danach. Sehr gerne, wir sollten uns unterhalten. Gerne. Sehr schön. Weitere Fragen bitte. Ja, mein Name ist Herr Gemek. Ich hätte auch eine Frage an Frau Rasthofer. Und zwar, Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, welche Kunden für Sie interessant sind. Was mir total gefehlt hat, ist Ihr ehemaliger Arbeitgeber. Das muss doch ein Eldorado für die Militärwissenschaften oder überhaupt für die Rüstungsindustrie sein. Ungeahnte Möglichkeiten. Haben die das noch nicht gesehen oder sagen Sie, ich möchte meine Sachen jetzt lieber zivil der Menschheit zur Verfügung stellen? Es ist ein Eldorado für das Militärthema natürlich und das wäre auch ein Riesenmarkt. Zwei Gründe, der Hauptgrund ist, ich möchte meine Technologie gerne nicht militärisch einsetzen, wenn es möglich ist. Einfach weil ich persönlich glaube, dass man es im Zivilen auch braucht und da einfach einen größeren Mehrwert schaffen kann. Also ich würde mich auch gerne viel mehr an sozialen Projekten engagieren, zum Beispiel Flüchtlingslagererkennung und so weiter, solche Sachen machen. Zum anderen ist es aber auch so, dass tatsächlich die militärische Branche unglaublich old-fashioned ist und sehr langsam, was an sich jetzt gar nicht mal so schlecht ist, wenn die gar nicht mehr so sehr hinterherkommen mit der Technologie. Okay, danke. Meine Damen und Herren, Sie haben noch die Gelegenheit, was ich Herrn Darboven schon immer mal fragen wollte. Tietje, bitte. Ja. Tietje Mierendorf aus Hamburg. Ich brauche das ohne Mikro, das ist eine Ehrensache. Eine Frage, Herr Darboven. Sie sprachen vorhin den Bereich Fairtrade an, in dem Sie schon glücklicherweise sehr lange engagiert sind. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es genügt, 20% eines Produktes aus Fairtrade-Handel zu erschaffen, um es Fairtrade nennen zu können. Das bedeutet, 20% eines Produktes müssen nur fair gehandelt sein. Wissen Sie mehr darüber? Ich konnte diese Meldung damals nicht auf den Wahrheitsgehalt überprüfen, aber Sie sind da mehr im Thema drin. Stimmt das so? Ja, die Fairtrade-Geschichte hat ja etwas mit dem fairen Handel zu tun, sprich Unterstützung. Und man hat ja dann ja auch gewisse Kooperativas gegründet, wo dann das ganze Geld mit dem Aufpreis hingeht. Wenn ich daran denke, wie Fairtrade zu uns kam und mit uns die ersten Verhandlungen führte, da war der Weltmarkt etwa bei $60 und die verlangten $140. Und da habe ich dann gesagt, gut, wenn das für einen guten Zweck ist, machen wir dann auch. Und in der Hoffnung, dass es auch so weitergeht. Nur wir haben ein Problem im Moment in Deutschland. Wir haben eine sehr verdammt hohe Kaffeesteuer mit 2,19 Euro per Kilo. Und ich habe schon mehrere Jahre versucht, diese 2,19 Euro, wenn sie nicht ganz abzuschaffen ist, aber dann mindestens von dem Fairtrade, damit er im Regal eben auch dann bezahlbar ist. Und dass wir dann eben noch wieder animieren können in den Anbauländern für die Bedürftigen, dass die mehr anbauen können, mehr Nachfrage kommt. Aber die kommt dann nur natürlich über den Konsumenten und über den Preis. Verstehe. Dankeschön. Sehr schön. Noch eine Frage? Hier vorne. Habe ich noch eine Chance bei Herrn Darboven? Bitte schön. Ich muss die Frage einfach stellen. Die Hamburger, dieses Museum, Kaffeemuseum hier im Hafen, da bin ich öfter mal drin und da läuft immer die Story von den Herren, die das will, dass in Südamerika gibt es Betriebe, wo man Katzen Kaffeebohnen fressen lässt und die werden dann ausgeschieden und diese Kaffee
ist enorm viel, viel teurer als der normale, die Sie ja herstellen. Ist das eine Story oder können Sie das irgendwie... Nein, das ist keine Story, das ist nicht in Südamerika, sondern das ist in Ostasien. Das sind die Katzen, die das ausscheiden und für mich ist das absolut purer Lifestyle. So, ja genau, nochmal die Applaus. Die letzte Wortmeldung noch, bitte schön. Herr Alvaro Moreno, vielen Dank, dass ich heute hier da sein darf. Es ist ausgesprochen interessant, Mensch und Digitalisierung hier wahrzunehmen. Also wir haben ja die Digitalisierungsexpertin. Ich würde aber gerne Herrn Darboven etwas fragen. Wenn Sie Unternehmern einen Tipp geben wollen, Sie kommen ja aus einer alten Welt, die wir als Jüngere so gar nicht kennengelernt haben. Also manche haben das Glück gehabt, vielleicht Lehrer zu haben, sich in einem Unternehmen zu bewegen, wie man sich in alten Weisen noch in der Kommunikation befindet. Was würden Sie Leuten, Unternehmern oder Unternehmerinnen als Tipp mitgeben, wenn wir über Digitalisierung reden? Was macht für Sie die Digitalisierung aus? Wo hilft sie dem Menschen? Wo hilft sie dem Mitarbeiter? Und wo sollten wir aufpassen, dass die Digitalisierung eventuell einen Schritt zu weit geht? Das wäre meine Frage an Sie. Die Digitalisierung hilft uns ja, die gestellten Aufgaben zu erleichtern. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass wir ein papierloses Büro haben wollen. Das heißt also, wir nehmen dann auch keinen Schreiber mehr in die Hand, sondern wir benutzen unsere Zeigefinger und tippen auf irgendwelchen Tasten oder auf dem Bildschirm. Und dadurch werden ja viele Dinge erleichtert. Und das ist für uns natürlich auch eine gewisse Kostenfrage, auf der anderen Seite natürlich auch. Also insofern werden wir da nie drum herum kommen, um diese Digitalwelt. Das ist die Zukunft und damit müssen wir uns abfinden. Meine Damen und Herren, bevor ich schließe, jetzt sehe ich endlich mal, was die ganze Zeit hinter mir geraschelt hat. Ich habe das so, ich war so fokussiert hier vorne, Frau Kleinhans, ne? Ist das richtig so? Frau Kleinhans, Sie haben den Abend ein bisschen mitgestaltet, vielleicht können Sie das ein bisschen nach vorne, damit wir das auch so sehen können. Seien Sie doch so lieb, gib einmal bitte das Mikro, dass die Frau Kleinhans ihr Kunstwerk einmal erklärt. Jetzt sehen wir leider nichts. Noch ein bisschen rumdrehen. So. Sehen wir was? Okay, ja. Gut. Seien Sie so lieb und erzählen Sie mal, was Ihre Kunst ist und was Sie machen. Ja, ich bin auch ein Fan der Digitalisierung, aber ich liebe auch einfach Stifte auf Papier, in klein und in groß. Und was ich heute gemacht habe, das ist Graphic Recording, nennt sich das. Also auf einer Veranstaltung die Inhalte grafisch darzustellen, aber in der Verbindung aus Wort und Bild. Also es lässt sich nicht alles nur in Bildern darstellen, es sind auch Worte da. Und was wir hier finden, naja, also M-Point talkt heute, Sie sind der Host. Hier haben wir auch unsere beiden Gäste und ganz viel von dem, was ich heute gehört habe. Es ging los mit der Digitalisierung der Umwelt, also die Häuser, Autos, Bäume, alles in den Computer. Dann ging es weiter mit, dass Sie 2017 den Idee-Förderpreis bekommen haben, den gibt es nur für Frauen. Und der wurde gestiftet von Herrn Darboven, schon mit der Kaffeetasse. Und dann ging es hier unten weiter. Also wofür, was ist der Nutzen Ihres Unternehmens? Ja, das, für das autonome Fahren wird das genutzt oder wer braucht eine Kreuzfahrt oder wo liegt die Bombe? Das sind nur Erinnerungshilfen mit kleinen Bildern. Das ist nicht dazu da, den ganzen Inhalt wiederzugeben, sondern dass jeder, der das heute gehört hat, einfach schneller wieder darauf zurückgreifen kann, was er heute gehört hat. Dann haben wir hier das 8-mal am Tag die Erde gescannt wird. Hier haben wir eine Drohne mit einem Menschen. toll. Gläsern versus Grün, ja, also dass es die beiden Trends gibt. Wenn es schnell gehen musste, gab es das Telefax. Früher sind sie auf dem Pferd geritten über die Plantage. Und heute haben wir die Digitalisierung, Erleichterung durch die Digitalisierung, PDF, papierloses Büro, Kaffeebohne, Koffein ist die Seele des Kaffees und das Ganze festgehalten von mir. Ich bin die Kritzelfee. Ganz, ganz toll, also ihr Applaus. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin Julia Kleinhans,
Newsletter setzen, damit andere auch das sehen können. Bitte. Ja, wir werden es nachher fotografieren. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben überzogen. Frau Rathofer. Den Namen vergesse ich nicht. Jetzt gehen wir raus. Genau. Meine Damen und Herren, ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend. Darf mich natürlich bei meinen Gästen bedanken. Aber bevor ich den Dank komplett zu Ende führe, darf ich noch auf zwei Sachen hinweisen. Und zwar, Dirk schaut mich schon an da hinten. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, am 26. Oktober findet hier im Haus die Nacht der Schmetterlinge statt. Die Nacht der Schmetterlinge ist eine Benefizveranstaltung mit viel Tanz dabei. Hier unten im großen Festsaal zugunsten der Deutschen Muskelschwundhilfe. Und wir haben vorne zwei Banner aufgestellt. Dirk Rosenkranz mit deiner Frau, Daniela Flecht, stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Es wäre super toll, wenn der ein oder andere sagen würde, dass er an diesem Abend, das ist ein Samstagabend, ein toller Ball, nichts Steifes, wirklich locker und wie gesagt zugunsten der Deutschen Muskelschwundhilfe. Wäre super, wenn sich der ein oder andere dazu entschließen könnte, dabei zu sein. Wir sind natürlich vom Netzwerk auch dabei. Des Weiteren freue ich mich, eine kurze Vorankündigung machen zu können. Am 14.08. freue ich mich sehr, dass Herr Kurt Wölke, geschäftsführender Gesellschafter von Butnikowski, uns die Zusage gegeben hat, hier ein Interviewgespräch mit uns zu führen. Auch da kommt bald Save the Date, wer da dabei sein möchte, gerne. Und jetzt komme ich nochmal zur Danksagung. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken und da kommt auch schon was für Sie. Liebe Frau Rathofer, Sie haben die Mühe auf sich genommen, aus München hierher zu kommen. Da gab es natürlich Ihr Applaus natürlich, keinen Blumenstrauß, weil Sie fliegen morgen früh wieder zurück. Danke dafür. Und natürlich meinen Gast, dass er so toll geklappt hat, Herr Dauboven, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir beide haben uns über den Club der Optimisten kennengelernt. Ja. Auch ein ganz, ganz, wirklich ein klasse Netzwerk. Wer Lust und Laune hat, da etwas mehr zu erfahren, kann uns beide sicherlich ansprechen. Auch da suchen wir immer noch Mitstreiter, die Lust und Laune haben, dabei zu sein. Für Sie ein sowas. So ist es. Meine Damen und Herren, ich darf die Veranstaltung noch lange nicht beenden, denn draußen vor der Tür ist für uns Cheese and Wine, ein Buffet aufgebaut. Genießt den Abend noch ein bisschen mit uns, kommt miteinander ins Gespräch, deswegen sind wir auch da. Das ist eine Netzwerkveranstaltung. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dran geblieben seid und euch für Easy Busy, euren Kanal für unternehmerische Impulse, interessiert. Es wird in lockerer Folge immer weitergehen. Ich habe demnächst auch wieder persönliche Gesprächspartner hier im Raum oder ich unterhalte mich mit Herrn Fontanne. Der ein oder andere kennt ihn schon aus der, glaube ich, der ersten Folge war es. Da schauen wir mal, was wir machen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und für eure Unterstützung. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt und so weiter, bitte teilt uns mit. E-Mail-Adresse bekommt ihr nochmal eingeblendet. Ganz, ganz herzlichen Dank, euer Thomas Götzinger. Bye, bye.